Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, werte Ultimisten, heiße ich euch herzlich willkommen zu einem schönen Sonntagnachmittag. Jetzt scheint auch mal bei mir die Sonne. Zu einem Mann gezockt, wird mal wieder Zeit. Mir wurde mal das Spiel empfohlen, oder was hast du empfohlen? Ja, es wurde mal so gefragt, so, ja, hey, hast du schon von dem Spiel Green Hell gehört? Und ich dachte so, lass mich mal erst mal gucken, hab mir das angeschaut und dachte so, ja, also es kam ja schon letztes Jahr, glaube ich, aus der Alpha raus. Und einen Moment. So, kam ja letztes Jahr aus der Alpha irgendwie raus. War ja, glaube ich, seit 2016 oder 17 in Entwicklung. 2019, September rum, hat es mit der Version 1.0 ihren Debüt gefeiert. Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Wird mal wieder Zeit für einen angezockt. Gab es eigentlich entweder so gut wie nie, verspätet oder gar nicht. Das letzte Mal, als mehr oder weniger ein angezockt kam, YouTube-mäßig war das zumindest Kingdom Come Deliverance 2018. Und seitdem, wenn halt mal ein Spiel rauskam, Twitch. So, und ich dachte mir, ja, warum nicht? Schauen wir uns einfach mal Green Hell an. Ich habe mal ein bisschen reingespielt. Ein bisschen. Was gestern auch schon wieder, wie viele Stunden waren? 6 Stunden, heute habe ich auch noch mal fast 6 Stunden oder 4 Stunden gespielt und ich dachte mir nur so, holy shit, das Spiel ist wow. So, jetzt will ich mal kurz noch so, Fenster hopp und Fenster so. Ich hoffe, dass es von der Lautstärke eigentlich so okay ist, weil ich habe die Musik auf alle Fälle runtergedreht. Allgemein die Sounds habe ich runtergedreht. Ich kann das jetzt leider nicht via OBS verfolgen, weil sobald ich das Spiel in den Hintergrund schmiert auch, oder was das schmiert, ist der Sound auch vollkommen weg. Also Musik mache ich mal leiser. Nochmal. Ansonsten Umgebung, Soundeffekte und Dialoge lasse ich auf volle Lautstärke, weil holy shit. Es erinnert so ein bisschen an The Forest. Bisschen, aber man könnte sagen, es ist schon eher so ein, wie nennt man das? Man vs. Wild, Bear Grylls und so. Was ich auf alle Fälle schon mal getestet habe, im Einzelspieler, ist die Geschichte, so ein bisschen, und einmal überleben. Es gibt dann noch Herausforderungen und ja, so. Ich hoffe, dass soundtechnisch alles soweit in Ordnung ist. Aber sollte normalerweise. Wie gesagt, ich kann es halt jetzt nicht mit OBS nachschauen. Okay, ich sehe gerade, wo der Ausschlag war. Der Ausschlag. Das sollte ich vielleicht doch klitzekleines bisschen leiser machen. Das ist jetzt schon wieder fast zu leise. Und so ist genau richtig. Perfekt. Gut, wir schauen mal in die Geschichte rein. Weil, okay, jetzt muss ich doch wieder ein bisschen leiser machen. Das ist zu viel. Na.
Test, 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 Test. Sollte auch das Mikro ein bisschen ranholen. Weil ich dachte gerade, warum ist mein Mikro so leise? So. Test, 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 Test. Ist es auch das richtige Mikro? Ja. Gut. Ja, müsste passen. Gut. Schauen wir in die Geschichte rein. Es gibt ja natürlich vier Schwierigkeitsgrade, einen Spaziergang, ein ruhiger Modus ohne feindliche Angriffe. Du kannst dich immer noch freiwillig in die Gefahr stürzen. Für Spieler empfohlen, die sich auf Bauen und Erforschen konzentrieren wollen. Geistige Gesundheit ist aus. Feindliche Stämme aus. Raubtiere aus und Nährstoffentzug langsam. Es ist ungefähr, wie soll man. Jetzt nicht unbedingt hier wie nennt man das? Creative Mode. Aber ja. Geistige Gesundheit gibt es auch. Das ist ähnlich gehalten wie bei. Wie hieß das Spiel nochmal? Hier, Affenzirkus. Ancestors, A Humankind Odyssey, genau. Da gibt es nämlich auch so Art Dopamin, also Angstzustände und so weiter. Und wenn man geistig voll am Arsch ist, spielt die Psychose komplett verrückt. Ähnlich wie bei, wie ich schon gesagt, Humankind Odyssey Ancestors. So, willkommen im Dschungel. Ausbalancierte Survival-Erfahrung für alle Spieler empfohlen. Geistige Gesundheit an feindliche Stämme, an Raubtiere, an und der Nährstoffentzug ist normal. Dschungelkönig, Gegner sind wesentlich feindseliger. Und die Strafen für niedrige geistige Gesundheiten fallen drastischer aus, für Survival-Experten empfohlen. Geistige Gesundheit ist an, feindliche Stämme an, Raubtiere an und Nährstoffentzug ist erhöht. Und natürlich Green Hell-Modus, also grüne Hölle. Gegner sind wesentlich feindseliger und die Strafen für niedrige geistige Gesundheiten fallen drastischer aus. Nach dem Tod geht sämtlicher Fortschritt verloren. Für Spielveteranen empfohlen. Alles ist an. Und Nährstoffentzug erhöht. So, dann haben wir natürlich noch Benutzer definiert. Wir können selber anpassen und wir haben Tourist, ist alles aus, wo nur wirklich auf Erforschen, Bauen und Geschichte ist. Wir nehmen aber Willkommen im Dschungel. So, ja, das sind übrigens meine Spielstände. 15.05. Ach ja, da habe ich das getestet. Und ich muss stolz. Ganz stolz verkünden, in diesem Modus habe ich wie lange überlebt? Glaube 13 oder 14 Spielstunden, bis ein fucking Jaguar kam und mich mal eben zerfleischt hat. So, dann warten wir mal. Und ist seit Ewigkeiten mal wieder ein Survival-Game, wo ich sagen muss, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ich habe es jetzt mal circa 8 Stunden schon angetestet. Oder waren es schon 10 Stunden? Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Und ich muss sagen, wenn es beim Angebot ist, werde ich es mir auf alle Fälle holen. Scheint vielversprechend zu sein. Tag 1. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah! You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. I bet you want to nap some more. I know you all too well. Maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon.
So, ich könnte es jetzt leider nicht richtig erkennen. Mal gucken, ob es hier. Nee, anscheinend auch nicht. Cool. Ja, das Problem ist nämlich, ich spiele zum Wechselmodus, weil der Spielmodus irgendwie nicht funktionieren will. Ich glaube, ich bin mal so dreist, dass irgendwie das rüberkommt. Okay, nicht das, was ich mir erhofft habe. Dann muss ich es doch so runterstellen in HD-Modus. Ja. So, dann muss ich kurz bei OBS das umändern. Fenster. So, ziehen wir mal lang. Perfekt. Fenster wird verschoben. So. Und wunderbar. Gefällt mir null, dass ich das jetzt so machen muss. Weil im Vollbild spielt es einfach besser, aber man kann wenigstens. So, WASD, bewegen wir uns. Yay. Können wir in den Tod springen? Ja, das könnten wir. Lassen wir mal besser bleiben. So, finde ein Lager. Das ist unsere Aufgabe. Also tun wir das auch. Oh, have you tied down the bow? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, the place is beautiful. Still? Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwocky village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. So, das Ding ist, ich habe extra. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache doch ein bisschen lauter, damit man auch was versteht. Da kann ich das auch besser überblicken. Das Ding ist, das Spiel lebt auch von der Atmosphäre. Unglaublich. Ich glaube, ich lasse es doch lieber mal mit der Standardlautstärke noch ein bisschen lauter. So. Und zwar geht es um Folgendes, was ich meine mit Atmosphäre. Wenn ihr mal ganz genau hinhört, manchmal hört man ein Zischen. Oder auch nicht. Danke, Vorführeffekt. Auf alle Fälle muss man halt aufpassen, weil überall mal Schlangen, Spinnen, Skorpione oder sonst was sein können. Und die machen halt so komische Geräusche. Und wenn man da echt nicht aufpasst, hat man sofort eine Vergiftung intus. Und man verreckt sofort. Ja, da war gerade wieder so ein Zischen, weil hier auch Echsen rumwuseln und so weiter. Aber. Oh, cool. Banana. Bringt uns aber nichts, weil wir werden erst noch mit der Steuerung vertraut gemacht. Und dann geht das Spiel los. Okay, I found the tent. Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers.
At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Tag 2. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Hun, get the campfire started, please. Das ist genau das, was ich so ein bisschen im Spiel hasse. Man lernt den zweiten Charakter zwar kennen, aber man sieht nie richtig das Gesicht. So, Tagebuch, kleines Feuer. Wir brauchen 8 Stöcke und 6 kleine Stöcke. Feuer kann unerwünschte Aufmerksamkeit anziehen. Und das sind unsere Mengenelemente, mit denen das Spiel auch arbeitet. Und holy shit, Bear Grylls would be proud. Die besten Fettquelle sind Nüsse. Die besten Kohlehydratquelle sind Früchte. Die beste Eiweißquelle ist Fleisch. Und immer sauberes oder abgekochtes Wasser trinken. Andernfalls droht Parasitenbefall. Dann unsere geistige Gesundheit, also quasi Sanity. Wirkung: Halluzination. Bekannte Behandlungsmethode. Verzehr eines Produkts mit einer natürlichen Anti-Stress-Wirkung verbessert den Geisteszustand oder ruhiger Schlaf erhöht geistige Gesundheit. Und ja, ihr könnt mir glauben, ich war schon extrem, wirklich extrem komplett down und hab Paranoia gehabt und holy shit. So, schauen wir uns mal um. Essen und so weiter können wir nix. Weil erstmal wird aufs Craften, aber wir können schon mal hier die Sachen lesen. Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Quasi also, wie hieß denn der eine Stamm? Bis heute gibt es immer noch irgendwo, ich weiß nicht wo, aber irgendwo gibt es einen eingeborenen Stamm. Die leben classy wie vor tausenden von Jahren, also die jagen noch mit Speere und Fallen. Und kennt sich mit Technik null aus. Die haben Angst davor. So. Tiere des Regenwalds. Harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Protein und Fetten sind, stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Dank des Campo-Rituals ist die tödlichste Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich. Südamerikanische Stämme entziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdosen, bis sie immun gegen das Gift sind. I know it's common amongst Amazon tribes, but it's still worth writing down in your book. The dart frog, one of the deadliest amphibians on the planet, is completely harmless for the natives thanks to some kind of vaccination. The Jabahuaca, like many others, burn their skin and then puncture themselves administering small doses of frog poison. They keep repeating the process every once in a while to stay fully immune to it. It's barbaric for us, but it's an everyday routine for them. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. So, und das hier ist quasi unser, wie nennt man das? Unser Sittenreich der Underground, wo es Käfer gibt. Spinnen, Skorpione, was gibt es noch? Parasiten, Maden, Larven und so weiter.
Und da halten wir uns auch meistens auf. Etwas höher gelegen. Also man könnte auch sagen, es ist die Nahrungsquelle. Und wir sind ganz unten. Understory? Okay. Also quasi im Dickicht findet man Raubtiere, Pumas und so weiter. Canopy Layer gegen Gipfel ist soweit ruhig, aber im Merchant Layer Vögel und sogar Jaguare, die auf den verdammten Bäumen klettern können. Und hier noch die Yabahuaca. Die Yabahuaca leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Gut. Oh, Machete. Machete. Nehmen wir gerne mal mit. So. Wähle einen Ort für ein kleines Feuer. Dann wollen wir mal Tagebuch. Hier Feuer, kleines Feuer. Platzieren wir einfach mal hier. Und wir brauchen jetzt Stöcke. Kleine Stöcke, große Stöcke. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Nehmen wir mal Liane mit. Die werden automatisch zur Seile verarbeitet. Und sind daher auch recht wichtig. Oh, sehr schön. Vogelnest. Feder. Können wir gut gebrauchen. Wieso? Okay, ich dachte schon. Weil manchmal muss man aufpassen. Es gibt auch manchmal Ameisenhügel in der Nähe und holy shit. So, Feuerholz. Lianen. So schön. 2, 9 und 10. Wir können nur maximal 10 Seile mit uns führen. Genauso wie 10 Stücke und 10 kleine Stücke. Ah, noch ein Vogelnest nehmen wir mal mit. Später. So, dann wollen wir mal. Und die Gegenstände nutzen sich übrigens auch ab. So. Langer Stock brauchen wir nicht, deswegen sammeln. Die werden dann schön verarbeitet. Zu Stücken. Nein! Sammeln. So. Ist eigentlich eine ganz gute Methode, so. Wenn man jetzt, sagt man mal, einen Haufen Stöcke auf dem Boden hat. Ich kann da nochmal gucken, aber kein Platz mehr im Rucksack. Also sprich, wenn jetzt ein Haufen Stöcke rumliegen, aber man braucht kleine Stöcke, da kann man Rechtsklick machen, so, und dann auf Sammeln, und dann sammelt man von dem Stock kleine Stöcke auf. Beziehungsweise man verarbeitet die immer zu der nächst kleineren Produktion. Kann ich gleich mal zeigen. Wir haben jetzt 10 Stöcke. Gibt es hier irgendwo noch einen Stock, der da rumliegt? Hallo? Stock? Dann halt nicht. Gut. Wir können mal was absäbeln. Kleiner Blätterhaufen. So. Perfekt. So, Stock. Will nicht, dann sammeln. Wir zerbrechen den in der Hälfte und haben einen kleinen Stock. So, sammeln. Das ist eigentlich eine ganz gute Methode, um so recht schnell an die nötigen Rohstoffe, beziehungsweise Rohstoffe, ja doch an die nötigen Sachen ranzukommen. Also Stock, kleiner Stock und so weiter. So, dann wollen wir mal bauen. Es ist ähnlich gehalten wie in The Forest.
Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor a box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Jetzt müssen wir einen Handbohrer herstellen. By the way, wir haben hier sauberes Wasser, was mich sehr überrascht. Wir werden häufig Wasser finden, das entweder schmutzig oder, wenn es mal richtig gut läuft, unsicher ist. Und da können wir daraus trinken. Und trinken ist wichtig. Jetzt muss ich gerade selber. So. Hashtag Stay Hydrated. Kommt aber alles noch später. Wir lernen erstmal so die Basics kennen und dann geht das Überleben erst richtig los. So. Drücke N und das Handwerkslesezeichen ist das hier, der Handbohrer. Wir brauchen einen Stock oder ein Feuerbrett und einen kleinen Stock. Gut, haben wir dann herstellen. Wir haben Bananen. Komm, essen wir mal eine. 25 Kohlenhydrate geben die. Nicht schlecht. Seile, Stöcke und hier unsere Sachen. Also Machete, Werkzeuge und so weiter. Herstellen. Wir brauchen einen großen Stock, also einen normalen Stock und einen kleinen Stock. Und wir haben einen Handbohrer, den wir herstellen. I need to find something dry. Jetzt brauchen wir nur noch was Trockenes. Entweder der kleine Blätterhaufen, man sieht, verfallen in 12 Stunden. Heißt, in 12 Stunden ist der kleine Blätterhaufen... kann ich essen? Kann ich... Oh. Gibt Kohlenhydrate, allerdings haben wir dadurch eine Lebensmittelvergiftung. Ist zum Glück Tutorial, noch sterben wir nicht. Zum Glück. Und wenn wir Lebensmittelvergiftung haben, verlieren wir auch leider ganz schön schnell an Hydration. Also dehydrieren recht flott und so weiter. So, wir haben jetzt nun, Handbohrer. Dann machen wir jetzt auch mal ein Feuer. Rechtsklick, benutzen. So. Und nutzen ein Vogelnest. Bitch! So. Und rein damit. Und so funktioniert das mit dem Feuer. Oh, Mia! The fire is burning. Coming. Give me a minute. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but... Strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. Mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. I'll miss you. And I'll be worried. But I'll do some work in the meantime. When we meet, I should be able to catch a fish and start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid, and yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors.
The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Tag 3. Durchsuche das Zelt. So, draußen schüttet es wie blöde. Es wird sehr häufig regnen, aber Regen ist doch ein gutes Zeichen, denn wenn es regnet, kriegen wir so schon mal frisches Trinkwasser. Und neue Notizen. Wine of a Soul. Die Liane der Seelen. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an. Währenddessen erleben die Zeremonieteilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Ayahuasca darf nur im Beisein eines Schamanen getrunken werden, der außerdem als Führer dient. Recording number one. So, I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia. Hey Mia, say hello. Oh, hello. Tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jabahuaca tomorrow. I'm worried, you know. Of course you are, but I'm ready, don't you think? I believe so, but it's still dangerous. I know. Okay, that's all for now. It was Mia and Jake Higgins, Day One. Ach, schön. So, sonst noch was Neues? Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir. Ach, genau, der Gefahr. So, die Notizen landen jetzt soweit mal auf der Pinnwand. Dennoch gibt es noch die ein oder anderen Notizen. Oh, ja. Und das werden unsere Feinde sein. Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde? Die Jabahuaca scheinen nicht über sie reden zu wollen. So. Und jetzt sind wir alleine. Aber hier, Notiz. Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. PS, ich habe dir ein kleines Geschenk dagelassen. Deine Mia. Dann wollen wir mal. Hello? Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up? You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Sammle ein Geschenk vom Tisch ein, und das ist unser Geschenk. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. So. Unser Smartwatch. Mit vier Elementen des Überlebens, die wir ja schon kennen. Unten rechts ist die Hydration, also Wasser. Oben rechts sind die Kohlenhydrate. Unten links ist das Fett. Und oben links die Proteine. Wenn mein Wert runter sind, keine Panik. Es gibt immer einen Weg, die aufzufüllen. Und selbst wenn man rohes Fleisch essen muss. Und glaub mir, ich war schon mehrmals gestorben. Und ich stand schon mehrmals an der Schwelle des Todes. Mittlerweile aber komme ich ganz gut damit zurecht. Dann haben wir noch die Uhrzeit. Und natürlich noch einen Kompass. 28B, 34S. Kommt alles noch. Durchsuche das Zelt nach etwas Nahrhaftem. Proteinriegel.
Sehr schön. Sonst noch irgendwas? Einfach mal durchgucken, denn man kann alles gebrauchen. Noch ein Proteinriegel. Noch ein Proteinriegel. Und dann war's das. Aber wie es aussieht. Oh. War's das. Quasi, keine Proteinriegel mehr. Nix. So, da wollen wir mal. Banane, komm, können wir essen. Und hier Proteinriegel essen. Und wie man sieht, unsere Gesundheit steigt wieder nach oben. So. Sprich, wenn alle voll sind, dann bleibt auch unsere Gesundheit voll. Sinken wird aufs Schlimmste. Also sinken alle vier Werte, kann es sein, dass wir den Löffel abgeben mit der Zeit. Und unsere Lebensenergie geht rapide runter. Das kann ich euch versprechen. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. So, das Cockpit sollen wir anschauen und hier eine neue Notiz. Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich, aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Spiel davon gesehen. Ein guter Ausgangspunkt. Sollte man sich im Hinterkopf behalten, weil Tabakpflanzen sind wichtig für uns. So. Im Norden. Also sprich, wir müssen etwas links entlang. Bei diesem Sauwetter. Aber naja. Was bleibt uns anders übrig? So. Huch. Komm, Stock nehme ich mit. Klar, man kann sich jetzt hier auch ordentlich umschauen. Aber allzu viel ist es nicht. Weil man könnte sagen, wir sind in einem kleinen Tal gefangen. Steine, ne, jetzt nicht unbedingt. So, Pilze. Pilze können uns ganz schön den Arsch retten. Wie ich selber schon bemerkt habe. Einfach mal essen. Siehe da, Kohlenhydrate 5 Stück und Energie 2 Punkte. Alles super. Und klar, wir können uns auch übrigens waschen. Wird auch noch wichtig sein. So, dann auf nach Norden. Jetzt können wir auch rennen. Verbraucht aber ordentlich Ausdauer. Und das Schlimmste, was man in diesem Spiel machen kann, ist die ganze Zeit panisch rumrennen. Führt schneller zum Tode als gedacht. Deswegen Energie gut einsparen. So, ein Seil, dann klettern wir mal.
Au. Mia. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. So. Achte auf deinen Körper. Auch ganz wichtig, wir müssen uns häufig untersuchen. Und wir haben vier Regionen. Linker Arm, rechter Arm, linkes Bein, rechtes Bein. Gut. Soweit schon mal nix. Aber... That's definitely not good. Au. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben Kratzerabschürfungen, wie man vielleicht hier im Tagebuch lesen kann. Das Problem ist natürlich, haben wir einen Kratzer und führt ohne Senkkondition, führt ohne Behandlung zur Infektion. Und dann haben wir richtig die Arschkarte gezogen. Lebensmittelvergiftung. Kohlenhydratquelle, der eine Pilz. Oh boy. It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. So, Blattverband brauchen wir. Und jetzt müssen wir auch noch nach der richtigen Pflanze suchen. Molineria, oder wie die heißt. Und da haben wir sie auch schon. Ja. Lesezeichen. Und so sieht die aus. Und damit können wir einfache Verbände herstellen. So. Dann natürlich noch herstellen. Leider muss man da zum Teil richtig schnell sein. Es kann passieren, dass man recht schnell eine Infektion hat und dann Game Over geht. So, verarbeite ich die schon mal zu Blattverbände. Und das Ding ist halt auch noch, wenn wir jetzt Tabakpflanzen hätten, dann können wir die Tabakpflanzen mit kombinieren auf die Blattverbände. Und ja. So, hier war's. Genau. So, wunderbar. Das muss jetzt nur noch ausheilen. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Yay, unsichtbare Wände. Tag 32. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia!
going on over there? Mitten in der Nacht. Ach du Scheiße. Haben wir Vorräte? Irgendwas zum Mitnehmen? Anscheinend nicht. Neue Notiz? Ja, Jaguar. Die größten Katzen der amerikanischen Kontinente. Sie haben stärkere Kiefer als Löwen und können mühelos den Schädel ihrer Beute knacken. Sie jagen sowohl im Wald als auch im Wasser. Man ist nirgends sicher. Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf einen Jaguar gestoßen. Er kann von Glück reden, dass er noch lebt. Ja, und die hinterlassen solche verdammten Wunden. Okay, okay, okay. Alles klar. Los geht's. Geht das Spiel richtig los. Na, ich habe mir mit dem Tutorial Zeit gelassen, gebe ich offen und ehrlich zu. Hello. Jake, what the hell is going on there? Oh, come on, speak to me, Jake. Mia! Mia? God damn it, this radio. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Und nun geht das Spiel richtig los. So, 12.23 Uhr, die Zeit vergeht verdammt schnell im Fluge, wie man sieht. Alle 2 Sekunden quasi vergeht 1 Minute. Es wird schnell Nacht, es wird schnell Tag. Oder es wird schnell Nacht. So, großer Stein. Und gleich als erstes, man muss ein bisschen, ja, was heißt Gas geben, will ich jetzt nicht sagen, aber ja. So. Da hätten wir schon mal die Steinklinge. Die brauchen wir auf alle Fälle. Komm schon. Steine, Steine. Da. Sammeln. Wunderbar. Ich sollte nicht rumrennen. So. Schauen wir mal. Suche Hilfe. Unsere Aufgabe. Was ist los? Wo ist Mia? Sie hat mich aus einem Indio-Dorf angefunkt. Wovor hatte sie Angst? Wovor bin ich weggelaufen? Fakten. Es ist der 33. Expeditionstag. Mein Tagebuch ist klatschnass, ich habe keine Vorräte und Mia antwortet nicht. So, wir können schon mal Steinklinge herstellen und eine Steinaxt. Wir brauchen nur einen Stock und einen Stein. Handbohrer können wir, Verband, Seil, ist klar. Erlaubt ihr das Spiel zu speichern? Ein kleiner Unterstand. Tabak, unbekannter Pilz.
Und hier die ganzen Sachen. Wir können nicht speichern. Wirklich gar nicht. Wir müssen entweder so ein Palmendach bauen, Bananendach, kleiner Unterstand, Hüttenunterstand, kleiner Bambusunterstand. Da wo halt dran steht, damit kannst du dein Spiel speichern. So, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Wir wissen, wie alles funktioniert und so weiter. Und was ich natürlich erstmal machen möchte, ist Stöcke suchen, Seile und so weiter. Wir müssen bloß aufpassen, weil es kann auch mal sein, hier im Dickicht können Schlangen sein. Aber die hört man. Die rasseln so schön. Nur ist es halt kacke. Ah, Obsidian. Sehr schön. Jawohl, Liane. Ja, damit. Ist es halt richtig kacke. Wenn man zu Beginn keinen Tabak dabei hat. Und diese Blattfragmente auch nicht. So. Und so. Geil wär's, wenn wir hier noch eine Kokosnuss finden würden. Irgendwie. Ich weiß nicht wie. Oh. Das wollte ich eher weniger. Aber gut zu wissen. Wenn wir... sehr schön. Pilz schon mal. Wenn man bei den Bäumen hier Kokosnüsse sieht, einfach mit einem Stein abwerfen, dann fallen die runter. Und man hat dann schon mal die Möglichkeit, daraus zu trinken, um sich zu hydrieren. Augen und Ohren offen halten ist ganz wichtig. Weil wegen Spinnen und so weiter. Aber die machen richtig schöne Geräusche. So, keine Stöcke. Anscheinend. Ich brauche nämlich... Ich will als allererstes eine Axt herstellen. Oh, langer Stock herstellen. Dann hätte ich gerne ein Seil dazu. Ja gut, Bogen brauchen wir noch nicht herstellen. Obsidian. Obsidian-Speer, sehr schön. Und haben schon mal eine Waffe, die uns noch mit Jagen hilft und so weiter. So, Stöcke her. Kleine Stöcke können wir auch gut gebrauchen. Stöcke sind wichtig, deswegen gucken, dass man gleich zu Beginn jede Menge Stöcke mitnimmt. Weil auf der anderen Seite geht der Spaß erst richtig los. Wir sind noch quasi in der, nennen wir es, Safe Zone. Alles ist noch ein bisschen sicher, aber die Sicherheit kann trügen. Alles kann täuschen, weil man findet hier auch nicht alles. Das wollte ich jetzt eher weniger. So. Jawohl. So. Achso, ja. Sammeln. Gut, dann schauen wir mal. Achso. Okay, gut. Erstmal herstellen. Dann nehmen wir einmal ein Seil, nehmen einen Stock. Können schon mal eine schwache Fackel herstellen, wenn man braucht. Aber wie gesagt, das Erste, was man zuerst herstellen will, ist eine Axt. Oder eine Steinaxt. Einfach einen Stock und einen Stein und fertig. So. Damit hätten wir jetzt schon mal das. Wie man sieht, diese Pflanze hat 1, 2 trockene Blätter. Können wir fällen. Weil trockene Blätter brauchen wir auch noch. Wenn wir Feuer machen. Trockenes Blatt da. Sehr schön. Und normalerweise reicht es, wenn man, jetzt sagt man mal, von den trockenen Blättern 3 Stück hat.
und ähnliches mehr. So. Gut, wie viel Uhr? Wahrscheinlich schon abends? Nein, nachmittags, aber es wird recht schnell dunkel. Das Beste ist, wenn man 22 Uhr schläft, dann wacht man nämlich um 6 Uhr auf. Man schläft immer automatisch 8 Stunden, also nur ganz kurz schlafen ist nicht. So, dann gehen wir mal ins Wasser. Jemand sieht unsicher. Trinken wir mal. Gut, haben wir Glück gehabt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nice! So, den Fisch. Am besten einfach so ganz normal nehmen. Weil, solange wir noch kein Lagerfeuer haben, ist es, wie ich jetzt gleich mal zeigen werde, sammeln. Rucksack, Nahrung. Wir haben hier Knochenzünglerfleisch. Es ist roh und hält maximal 20 Stunden. Wir können es roh essen, aber ungekochtes Essen ist nicht. Deswegen ist es besser, wenn man so einen Körper mit dabei hat. So, da wollen wir aber noch weitere Sachen herstellen. Genügend Material haben wir ja. Stock, kleiner Stock. Handbohrer brauchen wir. So. Fette ist noch in Ordnung. Kohlenhydrate, Proteine auch. Wir sind gut hydriert. Schauen wir uns mal weiter um. Manchmal, das hier sind ja solche Bananenstauden, finden wir Bananen, die man ja schon im Tutorial gesehen hat. Und die geben 25 Kohlenhydrate. Waren es, glaube ich, Kohlenhydrate? Und diese Pflanzen hier sind ebenfalls ganz gut, weil hier in der Nähe findet man eigentlich mit viel Glück, außer einem Stock, Nüsse, die uns mit Fetten versorgen. Und ja. Schauen wir mal. Alles klar. Gut. Am besten ist es immer hier nicht unbedingt durchs Dickicht laufen, sondern hier an sichtbaren Wegen. Und später werden die Gewässer noch ziemlich bösartig. Piranhas und so weiter. Und hast du nicht gesehen. So, was haben wir hier? Unbekannter Pilz. Nehmen. So. Was man machen kann jetzt natürlich, weil wir kennen die Sachen nicht, können sofort essen, dann wissen wir, aha, die sind dafür und dafür da. Ach, Kohlenhydrate, doch. Aber manchmal sollte man es auch bleiben lassen, wenn man sich unsicher ist. Und bei dem Pilz weiß ich, besser ist es, wenn wir ihn zerstören. Wenn wir erstmal nicht brauchen. Okay, vorsichtig, irgendwas war da im Busch. Könnte eine Schlange gewesen sein? Kleiner Stock, okay. Ah, keine Kokosnüsse anscheinend. Oh. Okay, der Stein ist irgendwie hier gelandet. Jawohl. Also man sollte schon aufpassen. Jetzt nicht unbedingt, was man macht, aber... Genau das meinte ich. Deswegen habe ich den Sound angelassen. Spinne. Ah... Na also, brasilianische Wanderspinne. Und ich weiß nicht, ob die giftig sind. So, wir haben einen neuen Eintrag. Dreck, sieht man auch unten links hier, dieses Matsch-Symbol. Was bedeutet das? Reinige deinen Körper mit Wasser. Heißt also, wir brauchen eine Wasserquelle. Da gehen wir doch glatt über den Baumstamm zurück. Und waschen uns erst einmal ab.
Weil sowas kann so zu Infektionen führen und ich habe noch nicht herausgefunden. Wie es mit Infektion aussieht. So. Ja, wir machen bald schlapp. Oh, und haben Parasiten. Ja, geil. Erkennbar und links am Markensymbol. Passiert halt, wenn wir unsicheres Wasser trinken. Man kann irgendwie Wasser abkochen. Keine Ahnung wie. Muss ich auch noch herausfinden. Hab aber mir eventuell schon, wie nennt man das? Einen Plan deswegen dazu gemacht. So, wie kriegen wir die Parasiten los? Wir brauchen bestimmte Pilze. Ich will aber erstmal kurz was testen. Ja, geil. Und vor allem, es wird auch, wie man jetzt sieht, es ist noch nicht mal 8. Okay, es ist 18.30 Uhr vorbei. Ist dunkel. Wir sollten so langsam mal über eine Unterkunft nachdenken. Das Ding ist halt auch, haben wir Parasiten, nimmt unsere Lebensenergie auch bitterböse ab. Ausgetrocknetes Flussbett. Sehr schön. Gut. Tagebuch. Wenn unsere Energie mal down ist, einfach mal ein paar Pilze essen. Vor allem die, die auch Energie geben. Geben auch Kohlenhydrate. Alles gut. Oh, Bananen. Nice. Her damit. Weil wie wir wissen, Früchte geben auf alle Fälle gut Kohlenhydrate und das sind die Pilze, die ich gesucht habe. Und da haben wir schon mal eine Schlange. Oh, am besten mit einem Speer aus der Ferne werfen mit mittlerer Maustaste. So, dann nehmen wir die Schlange auch mal aus. Ganz einfach aus dem Grund, Fleisch für Proteine und so weiter. Und immerhin kriegen wir Skillpunkte dafür. Je öfters man irgendwas macht, desto besser. Unbekannte Frucht, gleich mal essen. Kohlenhydrate und hydriert ganz gut, dann nehmen wir die mit. Eines Tages werden wir bestimmt noch... Oh, nice Vogelnest. Oh, das läuft ja wie geschmiert. Und Nüsse für Fette. Nice. Ja. Okay, hier. Tierexkremente, die lassen wir mal besser. Papagei, Körper, nehmen wir mal mit. So. Ding ist halt, es läuft gerade gut. Sehr zufriedenstellend. Gut, volle Stöcke. So, ich gucke halt immer bei den Pflanzen hier auf dem Boden, weil bei solchen Pflanzen liegen meistens Nüsse rum. Oh, bin ich erschrocken. Okay. Kugelgürteltier sammeln wir, weil wir haben ja eine Klinge, eine also Steinklinge entweder, Obsidianklinge oder eine Metallklinge. Dann können wir auch die Tiere ausnehmen. Na toll, ich bin halt nur verdreckt und sollte mich ganz furchtbar dringend waschen. Ah, Wasser schmutzig, geil. Heißt dazu, daraus sollten wir nur im allerhöchsten Notfall trinken. Und da war gerade eine Languste.
Apfelschnecke. Essen wir gleich mal. Boah. Gibt Proteine. Gut zu wissen. Also es ist, man könnte meinen, Bear Grylls Abenteuer Survival aufgebaut, Man vs. Wild und so weiter. Aber ja. Okay, gut. Gut, dass ich da runtergeflogen bin. Wäre ich jetzt weitergerannt? Oh Gott. Schlange, häuten wir mal. Ich muss dringend die Parasiten loswerden. Ja, stimmt, ich habe ja die Pilze gefunden. Gleich mal essen. Hier, unbekannter Pilz. Zwei Stück. Weil die heilen nämlich Parasiten. So. Papageikörper, Knochenzünglerkörper, Stein, trockenes Blatt. Was wünscht man sich mehr? Eine sichere Unterkunft, ein Ort, wo man speichern kann und vieles mehr. Und Egel habe ich jetzt auch abbekommen. Jetzt heißt gucken, wo. Entweder beim Wasser. Die saugen auch die Gesundheit mal eben weg. Oder wenn wir durchs Dickicht laufen. Kann sein, dass wir auch an Egel rankommen. Bitte Tapire. Gut. Wie viel Uhr? Oh, ja, ich sollte schlafen gehen. Und ich weiß, bis dahin habe ich auch gespielt. Ein Stammesdorf. Entweder das, was wir entdeckt haben und geflohen sind, oder irgendwas anderes. Das Problem ist, hier habe ich meinen Jaguar entdeckt und bin sofort draufgegangen. So, dann schlafen wir in der Hängematte. Für 8 Stunden. Es sind immer 8 Stunden, wie man sieht. Unsere Energie nimmt zu und Gesundheitsding nimmt auch zu. Aber unsere Lebensenergie nimmt immer und immer und immer wieder ab. Knochenmesser, sehr schön. Oh, it's a map. Or at least what's left of it. Verbrannte Seiten. Erschrecken. So. Lambda 2. Doesn't ring a bell. So, Lambda 2, also hier, ist im Osten. Und mit der Karte, wir haben hier klar, es geht nach Osten. Oder das ist der Nord und hier der Südbereich. So. Schalten wir mal um. Wir sind bei 26W und 46W und 26S. Schauen wir mal, 26S, alles klar, und 46W, kombinieren und sind da, hier wo die Most seid, hier ungefähr sind wir. Hier haben wir eine Höhle entdeckt, glaube ich, oder was zum Klettern. Und hier unten haben wir gestartet, bei dieser Höhle da. Und wir sollen quasi nach Osten gehen. Soweit habe ich auf alle Fälle entdeckt. Ey, meine Herren, dieses verdammte Tab hier. So, schauen wir mal unsere Werte an. Ja, wir sollten so langsam mal was trinken. Wir brauchen Fette, Proteine und Kohlenhydrate. Schauen wir doch mal. Wir sollten das Fleisch echt grillen. Erstmal die Nüsse essen. Bei Bananen futtern. Wie man sieht, die Lebensenergie nimmt auf alle Fälle schon mal zu. Sehr schön. Noch eine Nuss wäre echt nicht verkehrt. Dann wird es Zeit, dass wir auch was für unsere geistige Gesundheit tun. Tagebuch. Und haben neue Aufgaben. Suche Hilfe, stelle irgendwas her und trinke es, um deine Erinnerung wiederherzustellen. Überprüfe den Ort Lambda 2. Ist das das Dorf? Wo sind alle? Kein Anzeichen von Angeborenen oder mir.
Verbrannter Rucksack, Buch, Notizen und Karte. Wem gehört das alles? Und hier haben wir noch die zusätzlichen Koordinaten. Aus den Notizen. Ayahuasca hilft Patienten mit Gedächtnisverlust nur im Beisein eines Schamanen. Scheiße, ist das sicher? Habe ich das schon einmal gemacht? Gibt es einen anderen Weg? Schritt 1. Entzünde ein Feuer unter einem zeremoniellen Kessel. Schritt 2. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Banisteriopsis acapi. Bei so einem Baum müssen wir die finden. Die Lianenstreifen, die an den dichtesten Dschungelbäumen wachsen. Schritt 3. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Psychotria viridis, Blätter und rote Früchte des Buschs. Schritt 4. Bring alles zum Kochen und trinke aus einer zeremoniellen Schüssel. Was wir herstellen können, Axt, Knochenmesser, Fackel, Steinklinge, Steinaxt, okay. Pfeil, ja, und das war's. Molinera, Tabak, unbekannte Frucht, unbekannter Pilz, keine Ahnung, Kohlenhydratquelle mit diesem Pilz. Haben wir sonst noch was an geistige Gesundheit? Ist klar, wenn wir schlafen, fühlt sich die wieder voll kratzer Schramme. Egel vom Körper entfernen. Stört verschlechtert Geisteszustand. Lebensmittelvergiftung. Wollen wir vermeiden. So. Tagebuch wollte ich. So. Und wir können auch jetzt einen Steinring bauen. Dafür brauchen wir aber jede Menge Steine. Und wir können kleine Setzkasten, große Setzkasten bauen. Sieh mal einer, guck. So. Kleines Feuer natürlich. So. Benutzen. Nehmen wir mal das Vogelnest. Wie man sieht, die Ausdauer geht ganz schön schnell runter. Aber wir haben es geschafft. Wunderbar. Dann die Tasche öffnen. Und all das rohe Fleisch, das nur recht schnell schlecht wird, anbraten. Es regnet. Ja, ganz große Sahne. Scheiße wird's jetzt, weil das Feuer dadurch erlöschen kann. Wobei, mit viel Glück geht das Feuer nicht aus, weil überdacht. Aber ich brauche halt eine saubere Wasserquelle. Und das sind Kokosnüsse richtig, richtig, richtig gut dabei. Gucken wir uns dabei mal ein bisschen um. Trockengestell. Kleiner Stock. Scheiße war's. Ist ausgegangen. Kohle, immer her damit. Verbrannte Seite. Liane des Seelen. Oh. Ist. Uff. Ja, das habe ich mir selber nicht lang getan, weil Wall of Text. Und ja. Hätte ich jetzt eine Schüssel. Könnte ich das Regenwasser einfangen? So, schauen wir mal. Gibt es hier Kokosnüsse? Bitte, bitte, bitte. Da hängt... Schade, ich dachte gerade, oh, da hängt was. Nice. Oh, super. Eine Nuss. Zwei Nüsse. Gleich mal essen, für Fette. Dann essen wir schon mal die unbekannten Früchte. So. Ich bin, das Fleisch können wir fast vergessen. Solange es regnet, können wir ein Feuer machen, vollkommen vergessen.
Warum gibt's hier keine Kokosnüsse? So, die Pilze nehmen wir mal mit. Und da ist das Vieh unter dem Spalt verschwunden. Das gibt's doch echt nicht. Teexkremente. Das ist eventuell kein gutes Zeichen. Habe ich vergessen. Wo Tierexkremente, da auch Raubtiere eventuell. So, Stöcke nehme ich mal wieder mit. Die Frage ist hier eine Echse oder eine Schlange? Weil das Fauchen gefällt mir nie. So, jetzt aber. Gut, deswegen trockene Blätter. Die wir am Anfang angesammelt haben, machen wieder Feuer. So. Das Fleisch muss jetzt erstmal angebraten werden. Oh, Alter, mir gefallen nie diese Geräusche. Nein, man weiß nie, ist es ein Jaguar oder... Eieieiei. Auf jeden Fall haben wir auch ein Feuer gemacht. Nimmt unsere geistige Gesundheit zu. Denn wie man schon von Man vs. Wild kennt, also Bear Grylls mäßig, wenn man ein Feuer macht, das ist immer das schönste Gefühl. Und hebt die Stimmung. So, schau ich mal. 5 Stunden. Oh, das wird schlecht. Zerstören. Gekocht, sehr schön. Gekocht, sehr schön. Rucksack. Die Spinne wird mal angebraten. So. Man kann halt leider immer nur zwei Fleischstücke oder ein Fleischstück und ein Wasser kochen. Sag mal, hier ist doch irgendwo Echse, Schlange oder irgendwas. Alter, das Vieh macht mich kirre. Jawohl. Eine erfolgreiche Jagd. Oh! Und so viele Knochen, die ich nicht wollte. So, schauen wir mal. Okay, okay. Braucht doch ein bisschen. Sammeln. 2 Knochennadeln reichen aus. Die restlichen Knochen können so weit weg. Ein Knochen und ein Seil ergeben im Übrigen ein Knochenmesser. Oh, das ist schon mal gekocht. Sehr schön. Tasche. Klapperschlangenfleisch. Ran damit. Die Spinne ist gekocht. So. Und was man auch natürlich machen sollte, stets irgendwie hier aus dem Gebüsch da. Ich sollte mich erstmal waschen, weil wegen dreckig und so. Und es beginnt wieder zu regnen. Das darf doch echt nicht wahr sein.
Gut, wir dehydrieren leider. Müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Weil ich will aus diesem Bach nicht trinken. Oder nicht wirklich. Warte mal. Moment mal. Zwei Pilze davon. 10 Stunden lang sind die noch haltbar. Komm, was soll's. Das wird jetzt widerlich. Ja, genau deswegen. Und jetzt muss es auch noch blöd regnen. Naja. So. Essen wir mal 31 Proteine. Gibt auch jede Menge Energie. Denn ich will wach bleiben wieder bis 22 Uhr. Und dann, einpennen gegen 22 Uhr. Ach ja, und die geben geistige Gesundheit dazu. So. Ach, das ist eine Echse. Alles klar. Bleib hier, du Scheißvieh. Lass mich raten. Lupe, wir müssen wieder untersuchen. Ich habe einige Ekel abbekommen. Erstmal hier wieder Parasiten, Antiparasitenpilze einsammeln. Dann erstmal was trinken. Disgusting. Ugh. Ja, es gefällt mir nicht, aber muss sein. So, Bananen. So, untersuchen. Nope. Am Bein. Ja, da schon mal. Und das war's. Okay. Rabbit, Rabbit. Gut. Rucksack. Ich muss jetzt erstmal die Antiparasitenpilze futtern. So. Na? Dann noch eine Banane. Und sieht soweit ganz brauchbar aus. Ich sollte vielleicht noch ein paar Proteine zu mir nehmen. Essen. So. Gibt auch gut Energie. Freut mich. Dann machen wir mal ein Feuer wieder. Müsste eigentlich noch trockene Blätter haben, genau. Come on. So. Einmal, noch zweimal. Da bleibt man für eine kurze Zeit halt mal hier. Unbekannte Blume. Was war denn das gerade? Liegen hier vielleicht Nüsse rum? Leider nicht. So, dann ein paar Stücke einsammeln. Auf alle Fälle.
Wie wär's, Indu? Sammeln. Und sammeln. Oh, ein Feuerbrett, sehr schön. Damit können wir übrigens auch, na, wie heißt's? Oh, gekocht, sehr schön. Sehr schön. Dann jetzt das etwas hochwertigere Fleisch kochen. Ein Stein. Feuerbrett, das können wir übrigens auch verarbeiten, herstellen. Mit kleiner Stock zum Handbohrer. Machen wir auch mal. Dann nimmt es A nicht so viel Platz weg und B, wir haben zwei Möglichkeiten, Feuer zu entfachen. So, die Dinger brauchen halt, bis die... Ja. So. Das Fleisch will ich erstmal anbrutzeln. Bei rohes Fleisch. Ja. Führt zu Parasitenbefall oder Schlimmerem. So. Bananenblatt herstellen. Will auch eine wenigstens ein bisschen Schutz haben. Zwei Seile, Bananenblatt für eine Blätterrüstung. Sehr schön. Dann untersuchen. Und einfügen. Sehr schön. Sind wir schon mal im Arm etwas geschützt? Werden wir aber auch verbergen. Ganz auf aus dem Grund, weil man sieht dann leider nie. Von wegen, habe ich jetzt Ekel an meinem Körper oder Bisswunde oder ähnliches. So, herstellen. Dann wieder zwei Seile. Ich hoffe, ich habe noch Platz, weil die Dinger nehmen halt echt viel Platz weg. Steht dann auch dran, kein Platz im Rucksack. Aber schon mal kein Jaguar. Gefällt mir. Oder irgendein Raubtier. So. Jetzt brauche ich nur noch ein Bananenblatt. Nicht schon wieder. Och nein. Und da geht gleich das Feuer aus. Oh, so close. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Ist da jetzt vielleicht irgendwie mal hier eine Kokosnuss? Wie erkenne ich, ob an den Bäumen Kokosnüsse hängen? Das sind eigentlich immer so grüne Kugeln, nenne ich es jetzt mal. Da oben. Jawohl. Nice. Haha, perfekt. Cool. So. Nehmen. Nehmen. Und die letzte Kokosnuss hätte ich auch noch gerne. Die werde ich nämlich zum Craften verwenden. Wenn es geht. So.
So, Stein. Und das. So, dann schon mal zurück zum Lager. Da gebe ich jetzt mal kurz Gas. Das ist jetzt das, was ich mir erhofft habe, für mich persönlich ein kleiner Triumph. Und hier gibt es noch Bananen. Nehme ich gerne wieder mit. Sehr schön. So, dann wollen wir mal. Machen erstmal wieder Feuer. Habe ich überhaupt noch trockene Blätter? Habe ich nicht. Gefällt mir auch ehrlich gesagt gar nicht. Wie sieht's denn eigentlich aus? Alles klar. So, Kokosnuss. Trinken. Sammeln. Dann kann ich schon mal essen. Und die noch essen. Gibt Fett, gibt Kohlenhydrate. Nice. Erstmal trinken. So. Herstellen. Jetzt brauche ich noch ein Seil. Und wir haben einen Kokosnussbidon. Was kann ich mit der machen? Nur zerstören? Ist aber nicht der Fall. Man kann auch was anderes mit ihr machen. Das wird zuerst mal ein bisschen gut gehen. Dem das Sachen essen. So. So, und Feuer machen, solange es noch geht. Ach so, nein, geht nicht. Weil ich keine trockenen Blätter habe. Oder zumindest ein Vogelnest. So, erweitern. Okay, waschen, Lehm nehmen. Lehmen wir mal kurz Lehm. Ah, stimmt, wir haben jetzt auch zwei leere Kokosnussschalen. Die können wir ganz gut verwenden für Wasser. Sammeln, wenn es regnet. Schnecke nehmen wir mal mit. Jetzt schalten wir natürlich noch die ganzen Rezepte frei. So, ich muss nur gucken, wie genau das geht. Oh. So, also, wir haben 40 Wassereinheiten bei uns. Nice. Ich brauche trockene Blätter. Es regnet. Stimmt, es regnet. Dann hier einmal. Hier einmal. Jetzt müssen wir nur warten und die füllen sich mit Regenwasser voll. Und wie man sieht, sauberes Wasser. Denn solange das Wasser nicht den Boden berührt, bekommen wir schönes, sauberes Wasser. Wir können auch später noch so einen Wasserfilter bauen, damit alles auf gerader Linie lockerflüssig reinläuft. Disgusting. Aber naja. Gut, bald Schlafenszeit. Die umfassen übrigens nur 10 Einheiten. Kidding me. Okay. Trinken. Sehr schön. Die Kokosnuss nehmen wir mal so mit. Wie sieht's denn aus?
Trinken ist gut, Fett ist gut. Wir sind bei vollster Gesundheit. Uhrzeit, was sagt die? Okay. Da warten wir mal lieber noch ein bisschen. Dauert nicht lang, dann legen wir uns schlafen. Dann fühlt sich Energie soweit wieder voll. Danach werde ich gucken. Stimmt ja, warte mal. Ein Augenblick. Genau. Die kleinen Blätterhaufen im Übrigen, die werden noch Verfall. Die werden dann noch zu trockene Blätter. Dann passt das alles. Steinklinge, Knochenmesser, Obsidianspeer. Stimmt, ich brauche eine Axt. Halt. Stock. Ein Stein. Und eine Steinaxt. Tada. Immerhin etwas. Gut. Ab in die Hängematte. Man muss immer gucken, dass man schön brav in Hängematten oder auf Betten, die man hergestellt hat, schläft. Ganz einfach aus dem Grund, weil wegen Parasitenbefall und so weiter. So, bloß es regnet wieder. Dann trinke ich erstmal was. Gut. Dann essen. Sammeln. Essen. Essen. Banane essen. Sehr schön. So. Dann Feuer machen. Und hier trockenes Blatt. Ist er vertrocknet? Und ich hoffe, dass es jetzt nicht regnet. Damit ich das verdammte Fleisch endlich mal anbraten kann. Es dauert halt nur. Aber gibt auch höchstwahrscheinlich... Ah, unbekannte Blume, die ist getrocknet. Unbekannte Pilze. Stapel zerstören. Weil die sind verdorben. Die sind gegen Parasiten. Die geben geistige Gesundheit. Sollte vielleicht... bisschen auch Ordnung reinbringen, rumsortieren, weil man weiß ja nie. Antiparasitenpilze. Gut, man kann jetzt auch hier das Fleisch an das Trockengestell ranhängen. Das Problem allerdings ist, diese verdammten Wildtiere wittern das Fleisch. Das habe ich nämlich mal gemacht. Fleisch zum Trocknen hier rangehangen. Was ist passiert? Ich hatte Besuch bekommen. Hatte einen unfreiwilligen Gast bei mir. So, brauche ich nicht. Sammeln wir mal kurz Trinkwasser. Natürlich muss es regnen. Oh. Naja, auf alle Fälle, das sind schon mal die Grundprinzipien des Überlebens. Nur fehlt uns noch Heilpflanzen. Wie diese eine Moliania. Oder wie die Pflanze heißt. Und gut, dass ich den Fisch oder den Papagei noch nicht ausgenommen habe.
Das verendet. Bitte, lass das Feuer halten. Bitte, bitte, bitte. Yes! Oh, ich bin happy. Und einmal trinken und nehmen. Trinken und nehmen. Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich bin gespannt. Holy! Okay. Sollte ich mir aufheben? Nice. Gut. Ich bin bereit. Dann auf nach Osten, mehr oder weniger. Suchen. Nach diesen Pflanzen, die wir brauchen. Unbekannte Blume, kleine Stücke, okay. Oh, super, Pilze. Uno momento. Das Feuer brennt noch. Was wird er machen? Nicht löschen! Du sollst... Och nö. Okay, ich muss selber noch herausfinden, wie man Wasser kochen kann. Ich dachte, ich könnte die verwenden, um... Naja. Ich will aber gerade mal was gucken, weil wir haben unbekannte Blumen. Okay. In 12 Stunden oder in 11 Stunden noch was sind die verfallen? Dann schauen wir doch mal, wofür die gut sind. Aber erstmal brauche ich wieder Lianen. Seile. Nüsse. Gehen wir her damit. Oh, Riesenkröte. Sehr schön. Ist ja kein Pfeilgiftfrosch. Oh, wann jetzt schon wieder? Habe ich irgendwelche Ekel? Ekel? Nicht Ekel, ja. So. Quatschen können wir mit niemandem. Moment mal, hier ist doch so ein Baum. Nice. Her damit. Cool. Gut, jetzt brauchen wir nur noch die richtigen Pflanzen. Und so eine psychedelische Pflanze. So, die Pilze nehme ich mal. Gleich mal essen. Damit wir ein bisschen Energie bekommen.
Ich weiß nicht, was es alles gibt, aber das Gegrunze gefällt mir überhaupt nicht. Ob es eine Wildsau ist oder... Also ich werde noch bekloppt. Essen. Nehmen. Nehmen. Okay, wo bin ich jetzt? 44,25. 44 ist hier. 25. Oh, ich bin da. Noch ein bisschen weiter nach Osten und dann ein Stück nach Süden. Ja, gut. So. Und ich bin bei Lambda 2. Das ist dann auch ehrlich gesagt für mich eine neue Errungenschaft. Weil wegen so weit bin ich noch nie gekommen. Ich habe soweit überlebt. Ja. Aber... mehr nicht. Ich brauche Steine. Falls ich eine Axt verstellen muss. Okay, wo ist nochmal Lambda? Bei 41,26. Heißt dazu eventuell da oben? Oh, genau, schon mal die Pflanze, die ich brauche. Genau, die Psycho-Gedönse da. Allerdings, wir haben immer noch keinen Unterstand gebaut. Heißt also, wenn wir jetzt sterben, war alles, was wir erreicht haben, umsonst. Get up there. Aha. Wir brauchen eine Kletterstelle. Was brauchen wir da? Ein Wurfhaken? Überprüfe den Ort Lambda 2. Erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Das ist doch jetzt ein Scherz. Steinspeer. Kokosnussbieder. Okay. Pflanzen. So. Alter, diese Viecher, die machen mich kirre. Ich muss hier weg. Wie schon gesagt, das Spiel liegt brutal von der Geräuschkulisse. Ist es das, was ich... okay, nee, doch nicht. Ein Papagei. Nehmen wir mit. Ich habe noch nicht mal die eine
Molinaria-Pflanze gefunden für Blattverbände. Aber ja, ungefähr so hätte man auch schon mal Glück mit dem Überlebensmodus. Das hat mir gerade null gefallen, dieses Geräusch. Weil manchmal laufen die Eingeborenen rum und machen so komische Geräusche. Kleines Feuer. Essen. Essen. Benutzen. Warum nicht? Wofür ist das denn da? Ah, wahrscheinlich für, wenn ich tiefe Kratzer habe. Ich brauche also trockene Blätter. Damit bitte noch mehr trockene Blätter da. Und die letzte Blattrüstung hätte ich auch noch gerne für das rechte Bein. Man kann dies irgendwie sogar noch mit Stöcken machen und hast du nicht gesehen? Und ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Ich kann jetzt nur hoffen. Ah, ja, so komme ich schon mal nicht ran. Das bedeutet, ich habe zu viel Zeug. So, jetzt aber bitte. Na also. So. Tasche. Und voilà. Ah, perfekt. Nehme ich mal den Papageien wieder auf. Jetzt regnet's natürlich. Gut, dass ich jetzt kein Feuer gemacht habe. Ansonsten hätte ich abgekotzt. Wie sahen meine Werte aus? Ja, ganz vernünftig eigentlich. So. Die brauche ich ja hier, die Psycho-Dinger. Da schaue ich aber lieber noch mal kurz ins Tagebuch rein, die Psychiatria. Ist auf dem Hügel. Ich brauche Kletterausrüstung. Lehmdusche.
Okay. Trockengestell mit Bambus, Lehmkohleofen, Lagerkiste, dann natürlich hier. Also ich habe die Zutaten. Mal sehen, ob das dann klappt. So. Ein paar Proteine. Und trinken. Ganz wichtig. Sehr gut. Es läuft wunderbar. Mal sehen, wann es mit Regnen aufhört. Habe ich eigentlich noch rohes Fleisch? Nein, habe ich nicht. Zum Glück. Lasse ich jetzt erstmal so. Ich muss überlegen, was ist für mich wichtiger. Wichtiger ist, dass ich das hier mal mache. Oh shit. Geht doch nicht so einfach. Wie ich es mir erhofft habe. So. Dann machen wir das eben anders. Mal sehen, ob es dann so klappt, wie ich es mir vorstelle. Stock und ein Seil für eine schwache Fackel. So. Zünden wir mal an. Haben dann jetzt auch eine Fackel. Kleines Feuer. Was ist damit gemeint? Hier mit kleines Feuer. Muss ich vielleicht... Ist nur eine Vermutung. Kleines Feuer, ja. So, rein damit. Hey, what are you doing here? Hey, wait! What the... Ashes.
Hey, Kid! Where are you? Ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich habe gerade voll Gänsehaut. Where am I? Ich denke mal, wir kriegen unsere Erinnerung zurück, was passiert ist. Hello? Do you remember how we got here? Mia? Is that you? First contact is always difficult. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them. And we don't even realize it. Yeah. Maybe. It would have been better if I'd just died back then. Mia, I... Das nenne ich mal einen heftigen Trip. When the American colonization began, the conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Kuini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated until they received a gift from the jungle. And me? Naively, I assured them about our good intentions. Just let me. They trusted us, embraced us as their own. They even shared their secret with us. Dios mío, ¿qué hemos hecho? I just wanna... Jake? Come in, please. I need you. Mia? Wait! I'm here! Seriously? Mia, is it really you? What happened? Are you safe? Gracias a Dios que estás vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night, and I ran out to look for you, and... All I remember is running and
falling? Wait, you fell? That doesn't sound good. Okay, take it easy. Breathe. Do you know where you are? I have no idea. Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? Yeah. I have a GPS on my watch. Can you write this down? Yes, but you had the map and the GPS. We weren't supposed to split up and... God. This is all my fault. Hey. There has to be another way. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? Not without climbing gear. You... tell me... left me. Mia? Come again? You're breaking up. Without... oh, hope. Mia? Mia! Oh, fuck! Battery's dead. Wow, okay, also das war mein Trip. Wird geladen. Tagebuch. Überprüfe, erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Warte, bis die Funkgerätbatterie wieder aufgeladen ist. Aus den Notizen. Ne. Hab ich gemacht. Dieser Felsen, der Junge ist direkt durch ihn gelaufen. War er echt? Was bedeuten diese Zeichnungen? In 2624. Mir könnte mir bei der Übersetzung helfen können. Was ist das für ein Ort? Ayahuasca hat mir meine Erinnerung gezeigt, aber ich weiß immer noch nicht, was passiert ist. Ich habe Mia im Indio-Dorf gesehen, an unseren ersten Tagen. Sollte ich das nochmal machen? Mia, sie hat mich endlich kontaktiert. Die verdammte Batterie ist leer. Bei Tag kann ich sie in der Sonne aufladen. Ich muss nur warten. Hello? Mia? You there? Jake? Oh my God, I'm freaking out here. Why did you go silent? What happened? Battery died. I had to charge it, and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. You. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. Does that mean you're in our tent? You know I'm safe. I already told you. Don't waste the battery. I'll be wherever you need me. Okay. Will do. Over and out. Neue Dialoge freigeschalten. Hey, Mia. About this village I found? Yes? What about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't have belonged to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our things. They know we are not the enemy. You don't think that there's someone else here, do you? I don't know, but I don't like any of this. Just be careful if you see anyone. Mia, is there anything else that you could tell me about my accident? Honey, I know as little as you do. I know, but I was running from something. I don't know how to help you. Just do whatever it takes to survive, okay?
Your memories might come back on their own. Yeah, well, maybe you're right. Over and out. Okay, ich habe auf alle Fälle mein Zeug noch hier. Mia, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. That's it? Yeah, that's it. I know, given the situation you're in, my problems really don't seem like much, but I got scared, okay? Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend you. It's not that. I just don't know what will happen to me if we don't get you out of there. Mia, come on. Don't say that. Let's just focus on getting you out safe and sound, okay? Also, irgendwas verheimlicht die uns doch. Mia, how are you feeling? It's been days. Is everything okay? Yeah, I'm a little dizzy, that's all. You're probably just tired. Why don't you get some rest? I just remembered that time when we flew out for the weekend to the Bahamas. Do you remember? Sure I do. How could I forget? We promised we'd go back there again. After all, we spent the whole visit in our hotel room and didn't really do much sightseeing. Yeah. Yeah. Jake, we'll never go there again. Don't say that. Don't give up. Stay focused. Everything will be fine. You'll see. If you believe it, then so do I. Also irgendwas wird doch verheimlicht. Mia, before you called, I drank ayahuasca. It helped me remember our first days here. When you went to the village. What? Jake, don't ever do that again. It's dangerous. Besides, not all you see under its influence is true. But did you get to the village by boat? Yes. And you did take part in the ritual. That doesn't change anything. I'm afraid of what you might see. Just come back to me. Please. Let's leave the past behind. I'm trying to, but I need to know what happened. Mia. Mia? Mia? I've almost reached the Lambda location, but I can't get there. I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. And... You know this place? You know, there's a lot of places like that here. It's a jungle, Jake. Yeah, but the rope... They could be ours. We did leave quite a lot of them behind. Try and find a way to get there. I'll let you know if I find anything. I saw a strange rock covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Do you remember what was on it? Two men, one black and one blue with the stone between them. Were there any inscriptions? Oh, yes. Yes, there were. Can you describe them? Y-P-O? That doesn't tell me anything. Are you sure that's correct? Let me know when you go back there. Untersuche den bemalten Felsen. Gut, wir haben jede Menge Aufgaben bekommen. Mal gucken. Keine Ahnung, was man mit dem machen kann.
3 Steine, trockene Blätter, 1 Lagerfeuerasche herstellen. Jetzt bin ich gespannt. Try and Error. Was könnte ich damit herstellen? Keine Ahnung. So. Was mich aber interessiert, warum ist da Gesang? Okay, der erste Kampf. Oh, meine Herren. Mia, I met a tribal warrior. Your voice sounds strange. What happened? He attacked me. Oh my god, are you okay? I killed him, Mia. I had to. I've never... Mia... Cariño, breathe. You can't let it get to you. I'm glad you're still alive and talking to me. You're right. But I'm afraid it might happen again. What if there's more of them? Just keep thinking about me. You have to survive, for me. Lass mal den Dreck wegwaschen. Scheiße. Okay. Okay. Oh oh. Ich brauch dringend einen Blätterverband. Unbekannte Blume. Scheiße, das wird sich brutal entzünden. Ich muss dringend... verbunden werden. Ich muss dringend diese Dinger finden. Ah ja, ganz toll. Mit den gelben Blüten. Gab es hier nicht irgendwo... Da! Oh. Gott, schnell herstellen. So. Meine Herren, das war mir gerade ein bisschen zu knapp. So, erstmal wieder Verbände herstellen. Puh.
Also hier zählt wirklich Leben und Tod. Trockenes Blatt, Lagerfeuerasche. Durch mal weg. Unbekannte Blume. Keine Ahnung. Komm, die Knochen können weg. Fischgräten. Alles mal weg. Uiuiuiui. Ich brauche jetzt erstmal jede Menge Stücke. Ja, dachte ich mir. Hab nämlich vieles an Stücke verbraten. Ist das eine Tabakpflanze? Unbekannte Kräuter. Dann wollen wir mal. Zack. Funkhirnverband. Sehr schön. Das war... Ah, Rucksack. Herstellen. So. Tabakblätter, Tabakverband. So, erstmal sauber machen. Und ich sollte was essen. No, bad idea. So. Komm schon. Ach, ich muss das so machen. So. Oh je. Nein, nicht herstellen. Tagebuch. Ich brauche erstmal wieder ein kleines Feuer. Und natürlich fehlt mir mal wieder der letzte Stock. Feuerbrett. Ja gut, brauche ich jetzt nicht wirklich. Bevor ich das mache, ich sollte aus meinen Fehlern lernen. Habe ich aber schon gebaut. Verdammt. Weil ich wollte eventuell hier ein Feuer machen. Naja, sei es drum. Hineinstecken? Achso. Oh. Shit, Lebensmittelvergiftung.
Menschenfleisch. Oh oh. God, I'm thirsty. Okay, das mit dem Feuer wird jetzt nichts mehr. Und ich brauche dringend eine Proteinquelle. Moment, ich habe eine Idee. Ah, aber dazu bräuchte ich Feuer und dazu reicht meine Ausdauer nicht aus. Ja, mir fehlt's an allem Möglichen, auch an Trinken. Wie viele Pilze habe ich davon? 4 Stück. Ich habe keine Wahl. Damn it. Oh. Holy moly. Ja, genau das meinte ich. Gut, so kann er mir schon mal nix. Wow. Aber trotzdem. Eine Risswunde. So, wir werden sterben. Thirsty. Und ich hatte keine Wahl zu speichern. Und ich kann nicht verbinden. Ja, geil. Ich kann nichts über die Wunde ziehen. Kein Tabakverband. Nicht Masonverband. Mit anderen Worten, wir sterben. Und damit sind wir gestorben. Mit Lebensmittelvergiftung, wir haben keine Werte mehr gehabt und getötet durch ein Raubtier. 2 Tage überlebt, 4,5 Kilometer gereist und 4-mal oder 9-mal haben wir uns erbrochen. Geil. Auf jeden Fall. Genau das meinte ich. Dieser verdammte Jaguar oder was es war. Und ich dachte, ich hätte eigentlich noch einen Speer gehabt. Auf jeden Fall. Ich habe verdammt lange überlebt. Ich hoffe, ich konnte dadurch zeigen, wie man so ein bisschen recht besser überlebt hat, etc. Und holy shit. Junge Ferrari. Das war was. Also ich war selber überrascht, was ich da so alles machen konnte. Es lief für den Anfang echt gut. Ich habe zum ersten Mal bei der Story dieses Getränk zu mir genommen. Ich war echt überrascht, aber irgendwas verheimlicht mir ja. Irgendwas wird da extrem verheimlicht. Das habe ich gewittert. Und ja. Privat würde ich es vielleicht noch ein bisschen weiterspielen. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Angezockt. Fast 3 Stunden, also 2 Stunden 40 Minuten.
Und ich muss sagen, es macht halt wirklich extrem großen Spaß. Klar, ich bin jetzt nicht so weit vorangekommen, wie ich wollte. Aber alles ist besser als nichts. Und der Überlebensmodus, da macht ja auch noch richtig Spaß, wie die Sau. So, dann werde ich mal die üblichen Commands eingeben. So, wunderbar. Funktioniert alles perfekt. So, keine Panik, solltet ihr mal ein Video verpasst haben. Das Ganze gibt es auf YouTube nachzuholen. Schaut einfach da mal vorbei. Die Links habt ihr, ja? Da könnt ihr uns auch dort, wenn ihr möchtet, abonnieren, könnt kommentieren, gut bewerten. Würde uns freuen. Natürlich könnt ihr uns auf Facebook und Twitter folgen, wenn wir es mal wieder nicht vergessen würden, in unserem Oberstübchen. Da mal Bescheid zu geben von wegen, hey, wir sind live und so weiter. Deswegen joint uns doch lieber auf Discord. Da kriegt ihr auf alle Fälle Bescheid, wenn wir live gehen. Und natürlich nicht nur, wenn wir live gehen, sondern könnt mit uns auch chatten, könnt mit uns quatschen, schreiben, könnt, wenn man sich besser kennengelernt hat, Spiele spielen und so weiter. Ist eigentlich für alles was dabei. Und apropos Spiele spielen, niemals vergessen, alles kann, nichts muss, das ist unser Motto. Deswegen haben wir auch eine Spieleliste, die ist so überlich sortiert, nach Alphabet, nach Kategorie, nach Farbe, etc. etc. Mit Spielen, die wir gespielt haben, die wir aktuell spielen, die noch so kommen könnten. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Also es kann sein, ja, hey, weil ich will auf alle Fälle dieses Jahr noch die Bioshock-Trilogie abschließen. Dishonored auf alle Fälle und Blood Omen. Also ich bin voll und ganz mit dem Programm zufrieden. Und wer weiß, vielleicht werden wir eines Tages auch ein paar Ründchen Green Hell spielen. Aber natürlich gibt es auch Borderlands. Irgendwann kommt noch Borderlands 2, vielleicht sogar noch Borderlands 3 irgendwann. Aber eins nach dem anderen, wie ich sag. Und ansonsten haben wir noch eine OGM-Team, die nennt sich Streamers, wurde von WorldKid komponiert. Einfach mal vorbeischauen bei ihm, mal durch seine Diskografie hören. Und ja, einfach mal durchhören, wie, wo, was, etc. Denn vielleicht gibt es ja auch noch Sachen, die euch so gefallen könnten. Ja, genau. So, und damit wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Abend. Und morgen ist Montag. Morgen wird Villa euch unterhalten mit Programm und so weiter. Und wir, Ladies and Gentlemen, sehen uns dann am Dienstag wieder. Ich denke mal mit Kingdom Come Deliverance. Ja, denke ich mal. Und würde sagen, ich wünsche euch jetzt nun einen wunderschönen Abend. Später eine gute Nacht. Und für morgen einen guten Start in die Woche. Zieht euch warm an, weil es soll angeblich eisig kalt werden. Mal wieder. Gut, das war's von meiner Seite. Euer Malkaf von den Online Game Masters. Ciao und bis dann.